Alkwerk von Thomas Bernhard mit Ulrich Mattes. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Wie Konrad vor 5,5 Jahren das Kalkwerk gekauft hat, sei das erste die Anschaffung eines Klaviers gewesen, das er in seinem im ersten Stock gelegenen Zimmer habe aufstellen lassen, heißt es im Laska. Nicht aus Vorliebe für die Kunst, so Wieser, der Verwalter der Musnerschen Liegenschaft, sondern zur Beruhigung seiner durch jahrzehntelange Geistesarbeit überanstrengten Nerven, so Froh, der Verwalter der Trattnerschen Liegenschaft. Mit Kunst, die er, Konrad, hasse, habe sein Klavierspiel nicht das Geringste zu tun gehabt. Er improvisierte, so Froh, und habe, so Wieser, an jedem Tag eine sehr frühe und eine sehr späte Stunde bei geöffneten Fenstern und bei eingeschaltetem Metronom auf dem Instrument dilettiert. Das Zweite sei, einerseits aus Furcht, aus Leidenschaft für die Handfeuerwaffen andererseits, der Kauf einer größeren Anzahl von älteren, aber doch exakt funktionierenden Gewehren, mit welchen Konrad, ein von vornherein durch und durch scheuer Menschentypus, Wieser, das Kalkwerk gegen Einbrecher und überhaupt gegen sogenannte Fremdelemente schützen wollte. Seine durch jahrzehntelange falsche Medikamentenbehandlung, schon beinahe gänzlich verkrüppelte, die Hälfte ihres Lebens in einem speziell für sie konstruierten französischen Krankensessel hockende Frau, eine geborene Zrüd, der jetzt, wie Wieser sagt, nichts mehr wehtue, habe Konrad im Umgang mit einem männlicher Karabiner angelernt, den die sonst vollkommen Wehrlose hinter ihrem Krankensessel versteckt, immer in entsichertem Zustand griffbereit hatte. Mit dieser Waffe hat Konrad sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember mit 2 Schüssen in den Hinterkopf, Froh, mit 2 Schüssen in die Schläfe, Wieser, urplötzlich, Froh, am Ende der Konradschen Ehehölle, Wieser, erschossen. Entgegen der noch im Jänner verbreiteten Annahme, Konrad habe sich nach der sogenannten Bluttat selbst gestellt, weiß man heute, dass er sich überhaupt nicht gestellt hat. Erst am zweiten Tag habe der Hilfsgendarm Moritz die morschen Bretter der Jauchengrube aufgehoben und darunter den halb erfrorenen Konrad entdeckt, der sich im Zustand der vollkommenen Kraftlosigkeit, wie sich denken lässt, anstandslos festnehmen und ins Kalkwerk sofort in das Mordzimmer habe führen lassen, in welchem inzwischen die tote Konrad durch einen vom Dachboden heruntergeschleiften alten Strohsack ersetzt worden war. Unmittelbar nach der Tat habe er angegeben, sei er wie für immer wahnsinnig geworden, durch das ganze Kalkwerk gerannt, von oben bis unten und von unten bis oben, und wie er sich, stehen geblieben im oberen Vorhaus, auf die wasserseitige Fensterbank gestützt habe, sei ihm der Gedanke eingefallen, die tote Frau durch das wasserseitige Fenster zu werfen. Anhand der Blutspuren im ganzen Kalkwerk wisse man genau, wie und wo Konrad durch das Kalkwerk gerannt ist. Seine Aussagen, die unschwer zu überprüfen gewesen waren, seien richtig. Froh meint auch, dass Konrad keinen Grund habe, nicht die Wahrheit zu sagen. Das sei ja gerade das Charakteristische an Konrad, dass er in seinem Leben immer ein sogenannter Wahrheitsfanatiker gewesen sei, so auch jetzt. Im Gmachel ist gesagt worden, Konrad habe die Frau kaltblütig von hinten erschossen, habe sich überzeugt, ob die Angeschossene auch wirklich tot sei, und habe sich augenblicklich gestellt. Wahrscheinlich habe er sie, heißt es im Stiegler, auf ihren eigenen Wunsch erschossen. Ihr Leben sei nichts als qualvoll und an jedem Tag eine noch größere Qual als an dem vorausgegangenen gewesen, und es sei gut, dass die Arme, als die sie fast immer und überall bezeichnet wird, tot sei. Konrad hätte sich aber, nachdem er seine Frau erschossen hat, selbst erschießen sollen, heißt es, denn jetzt erwarte ihn das Fürchterliche einer zweifellos lebenslänglichen Strafanstalts- oder Irrenhaushaft. Aber ein Mensch, der einen ihm Nahestehenden umbringt, sagt Froh, sei weit entfernt von Folgerichtigkeit. Als Tatzeit wird 3 Uhr früh vermutet, aber es ist auch von anderen Zeiten die Rede. Niemand, auch Höller nicht, hat einen Schuss gehört. Während er selbst das Sickinger Kalkwerk als den einzigen ihm noch möglichen Ort bezeichnete, sagt Wieser, sei ihm, Konrad, Sicking in Wahrheit nach und nach und in den letzten beiden Jahren, so Froh, mit geradezu bösartiger Schnelligkeit zum Verhängnis, im Grunde ihm selber auf das Tödlichste bewusst, zu einer einzigen deprimierenden Niederlage geworden. Wieser sagt auf seine Art ganz pathetisch,
zur Tragödie. Während er, Konrad, schon sehr früh alles versucht habe und auch alles getan habe, in den Besitz des Kalkwerks zu kommen, das zwar immer schon in der Familie der Konrad, aber durch Erbschliche, wie Konrad einmal Froh anvertraut haben soll, zwischen den beiden Weltkriegen in die Hände von Konrads Neffen Hörhager gespielt worden sei. Das Kalkwerk käuflich zu erwerben, war an die 3 oder gar 4 Jahrzehnte Konrads Wunschtraum gewesen, der sich, das muss gesagt werden, meinte Froh, immer schwieriger, aber dann auf einmal doch über Nacht, wie Wieser meint, verwirklichen habe lassen. Konrad habe schon in der Kindheit an der Vorstellung gearbeitet, sich einmal im Kalkwerk niederzulassen, meint Froh. Aber der unaufhörlich von seinem Neffen Hörhager in die Höhe getriebene Kaufpreis und das fortwährende Ja und Nein des Neffen, den Verkauf des Kalkwerks an Konrad betreffend, dieses ständige Verkaufen wollen und nicht verkaufen wollen, zermürbten Konrad. Aber er wäre nicht er selbst gewesen, wenn er nicht gegen und vor allem gegen alle diese, wie er gesagt haben soll, unmenschlichen Widerstände schließlich doch in den Besitz des Kalkwerks gekommen und in das Kalkwerk eingezogen wäre. Während man aber also ruhig sagen kann, meint Wieser, dass Konrad jahrzehntelang alles getan habe, um schließlich und endlich in den Besitz des Kalkwerks zu kommen und mit immer rücksichtsloserer Schärfe diesen Plan vorangetrieben und verfolgt und eines Tages tatsächlich verwirklicht habe, habe seine Frau, die, und das hängt mit ihrer Verkrüppelung und Unbeweglichkeit zusammen, solange sie im Kalkwerk gelebt hat, außer dem Höller, dem Bäcker, dem Rauchfangkehrer, dem Friseur, dem Gemeindearzt und der Störschneiderin, kein Mensch je zu Gesicht bekommen hat, die Konrad, von welcher gesagt wird, dass sie zwar verkrüppelt, aber von großer Schönheit gewesen sei, habe also die Konrad alles versucht und auch alles getan, um nicht in das Kalkwerk gehen zu müssen. Er, ihr Mann, meint Wieser, habe naturgemäß immer nur an seine Studie gedacht, für die ihm immer das Kalkwerk als ein Ideales erschienen war. Sie aber befürchtete schon zu der Zeit, dass ihr ja schon genug trauriges Leben mit der Verwirklichung des Vorhabens ihres Mannes, ins Kalkwerk einzuziehen, in eine mehr oder weniger fürchterliche Existenz einmünden werde, was sich auch, wie man heute weiß, bewahrheitet hat. Sie hat nach Toblach, in ihren Elternort und in ihr Elternhaus zurückgehen wollen. Aber nach Toblach zurückgehen hätte für ihn nichts anderes als die endgültige Aufgabe seiner Studie und also auch seines Existenzzweckes und in der Folge auch für seine Frau, in Wahrheit Konrads Halbschwester, nichts anderes als die totale, mutwillige Existenzvernichtung, noch dazu im Ausland, bedeutet. Denn die Abhängigkeit seiner Frau von ihm war die vollkommenste, die man sich vorstellen kann, sagt Wieser. Und es habe in jedem Falle immer nur eine tödliche Wirkung. Aus Verzweiflung und Ratlosigkeit und letzter Lebensanstrengung und also aus doppelter Verzweiflung und doppelter Ratlosigkeit. Weil man ganz einfach keinen anderen Ausweg mehr weiß. Und weil man weiß, dass es ganz einfach keinen Ausweg mehr gibt. Keinen Ausweg mehr geben kann. Schließlich das Elternhaus im Elternort und in der Elternlandschaft wieder aufzusuchen, den sogenannten Rettungsort. Tatsächlich wäre seiner Frau immer Toblach als der alleridealste Rettungsort unter allen anderen Rettungsorten im Gedächtnis gewesen. Das alleridealste Toblach fortwährend im Gegensatz zu dem für sie furchtbaren Sicking, das sie fürchtete. Aber gerade nach Sicking sind die beiden gegangen. Er, sagt Froh, habe sich durchgesetzt. Sie habe das Kalkwerk immer gehasst. Sie habe immer alles versucht, ihn von der Idee, in das Kalkwerk zu gehen, abzubringen. Aber das alles habe nichts genützt, sagt Froh. Konrad habe sich durchgesetzt, wie er sich immer und in jedem Falle immer durchgesetzt habe, wie Froh sagt. Und die 5,5 Jahre, die Konrads in Sicking waren, hätten ihm, Konrad, nach Aussage Wiesers bewiesen, dass seine Entscheidung und seine Rücksichtslosigkeit aus der für ihn schon jahrzehntelang nutzlosen und reizlosen, wie ihm immer vorgekommen sei, ständig als eine völlig geschichtsfeindliche, auf der Stelle tretenden Welt heraus seiner Studie und dadurch ihrer beider Existenz zuliebe in das Kalkwerk zu gehen. Und zwar in kein von ihnen nur gemietetes, sondern von ihnen rechtmäßig gekauftes. Schließlich sei sie aus Gewohnheit
gegen das Kalkwerk gewesen, aus Gewohnheit gegen seine Studie, von Natur aus also gegen seine Studie, gegen das Gehör. Auf einmal existierte Toblach ganz einfach nicht mehr, soll Konrad gesagt haben. Und, man muss das wissen, meine Frau hat ja nie etwas anderes außer Toblach gehabt und sie habe im Grunde auch heute nichts außer Toblach. Natürlich sei Sicking ein Kerker, sagte Konrad zu Froh, und es mache ja auch von außen schon den Eindruck eines Kerkers, eines Arbeitshauses, einer Strafanstalt, eines Zuchthauses. Diesen Eindruck verstärkten vor allem die Fenstergitter, die er sofort, wie er das Kalkwerk gekauft gehabt hat, in die dicken Mauern hineinmauern habe lassen, diese Zweckmäßigkeitsgitter, wie Konrad sich ausgedrückt haben soll. Die Ziergitter habe ich herausgerissen und die Zweckmäßigkeitsgitter hineinmauern lassen, habe Konrad gesagt. Die dicken Mauern und die in den dicken Mauern verankerten Gitter weisen sofort auf einen Kerker hin. Die Schnörkel, die, bevor er das Kalkwerk gekauft habe, da und dort am ganzen Kalkwerk gewesen wären, Kennzeichen zweier geschmackloser Jahrhunderte, habe er, so Konrad zu Wieser, entfernen lassen. Alle Schnörkel sofort. Zu einem Großteil habe er diese Schnörkel mit seinen eigenen Händen aus den Wänden heraus und von den Wänden heruntergerissen, herausgebrochen und herausgeschlagen und herausgerissen und heruntergeschlagen und heruntergebrochen und heruntergerissen. Und er habe all diese heraus- und heruntergerissenen Schnörkel durch keine neuen Schnörkel ersetzt. Alles vereinfacht. Zu Froh, kahle Wände, Zweckmäßigkeit, Selbstverletzungsstrategie. Katastrophal, Zephalökonomie. Zu Wieser, fest verschlossene, fest verriegelte Türen, fest vergitterte Fenster. Alles fest verschlossen und fest verriegelt und fest vergittert. Der Sicherheitsfaktor sei der allerwichtigste Faktor. Und damit die Leute, die unerwünscht und unaufgefordert, wie das ihre Art sei, immer wieder am Kalkwerk vorbeigehen, nicht zum Kalkwerk herüberschauen könnten, soll Konrad zu Wieser gesagt haben, brauchten sie, er und seine Frau, hochwachsendes Gestrüpp. Und Konrad soll zu seiner Frau gesagt haben, wir brauchen hochwachsendes Gestrüpp um das Kalkwerk. Höchst wachsendes Gestrüpp. Und sie hätten sofort hochwachsendes, besser höchstwachsendes Gestrüpp aus der Schweiz bestellt und nach Sicking transportieren und fachgemäß setzen lassen. Heute soll Konrad vor 2 Jahren zu Wieser gesagt haben, ist das Kalkwerk vollkommen abgesichert. Man entdeckt es nicht, man sieht es nicht. Und wenn man es entdeckt und wenn man es sieht, soll Konrad gesagt haben, erinnert sich Wieser, kann man unter gar keinen Umständen herein. Das Kalkwerk sei ja auch nur von der Ostseite her zu erreichen. Im Winter aber komme man oft nicht einmal mehr von der Ostseite an das Kalkwerk heran, weil das Kalkwerk kein Kalkwerk mehr sei, führe der Schneepflug nicht mehr bis zum Kalkwerk. In ein totes, aufgelassenes Kalkwerk fährt ganz einfach kein Schneepflug, soll Konrad zu Wieser gesagt haben. Kein Schneepflug, soll er gesagt haben. Für einen einzigen Nichtsnutzen Konrad und seine Frau, eine genauso Nichtsnutze Konrad, fährt der Schneepflug nicht. Der Schneepflug zahle sich für sie nicht aus. Eine Winterschikane, soll Konrad gerufen haben, mehrere Male. Eine Winterschikane! Wieser sagt, Konrad bezeichnete über eine Stunde lang die Tatsache, dass der Gemeindeschneepflug nur mehr noch bis zum Gasthaus, aber nicht mehr bis zum Kalkwerk fährt, immer wieder als Groteske. In Sicking sei alles eine Groteske. Man könne in Sicking anschauen, was und von wo aus man wolle, man schaue eine Groteske an. Aber dass der Schneepflug nicht mehr zum Kalkwerk, nur mehr noch bis zum Gasthaus fährt, bedeutet für die Konrad auch einen Vorteil, soll Konrad behauptet haben. Durch den tiefen Schnee stapft kein Mensch mehr zu uns. In dieser vollkommenen Abgeschiedenheit und Abgeschnittenheit sei naturgemäß Ruhe. Die Tatsache, meint Wieser, dass im Winter im Kalkwerk absolute Ruhe herrsche, habe ihn, Konrad, zuerst am Kalkwerk begeistert. Dieser Gedanke verfolgte ihn. Der Gedanke, dass im Kalkwerk vollkommene Ruhe sei im Winter, habe ihm, Konrad, jahrzehntelang keine Ruhe gelassen. In diesem Gedanken sei er oft nahe daran gewesen, wahnsinnig zu werden. In das Kalkwerk, habe er immer wieder gedacht, in das Kalkwerk, in das Kalkwerk. Während seine Frau an nichts anderes gedacht habe, als nur nach Toblach zurück, zurück nach Toblach. Aber der Gehorsam seiner Frau sei der außerordentlichste gewesen. Weil man beinahe überhaupt nichts höre, werde man im Kalkwerk, besonders wenn einem ein solches ungemein empfindliches Gehör zu eigen sei, wie ihm, besonders hellhörig.
Alles, was man höre, wie alles, was man nicht höre, mache einen im Kalkwerk hellhörig. Dieser Umstand komme naturgemäß seiner Studie zugute, die sich nicht zufällig mit dem Gehör befasse. Schließlich sei ja auch das Gehör der Titel der Studie. Zu Froh habe Konrad Folgendes gesagt. Er höre, wenn er in seinem Zimmer sei, arbeite, beschäftigt mit der Studie, seine Frau in ihrem Zimmer oben atmen. Ob man das glaube oder nicht. Für wahr haben wolle oder nicht, tatsächlich. Man kann natürlich meine Frau in ihrem Zimmer von meinem Zimmer aus nicht atmen hören, das ist wahr. Das ist oftmals erwiesen, soll Konrad gesagt haben. Tatsächlich aber höre er seine Frau in ihrem Zimmer atmen, wenn er in seinem Zimmer sei. Naturgemäß befände er, Konrad, sich aber auch immer in der höchstmöglichen Aufmerksamkeit. Er könne sogar Menschen hören, die am anderen Seeufer miteinander reden, obwohl das nicht möglich ist, vom Kalkwerk aus Menschen am anderen Seeufer miteinander reden zu hören. Diese Menschen am anderen Ufer brauchen gar nicht hell aufzulachen, soll Konrad zu Froh gesagt haben, nur zu reden brauchen sie miteinander und ich höre sie. Wie oft höre ich ein Geräusch, ein tatsächliches Geräusch, soll er gesagt haben, und ich frage meinen Gesprächspartner, ob er das Geräusch auch höre, und mein Gesprächspartner hört das Geräusch nicht. Entweder ein Mensch hört und sieht, oder ein Mensch hört, oder ein Mensch sieht, oder er hört und sieht, oder hört oder sieht nicht, und man kann keinen Menschen hören und sehen lehren, aber der hört und sieht, kann an sich Hören und Sehen vervollkommnen. Und zeitlebens habe ich immer alles versucht, um mein Hören und Sehen zu vervollkommnen, vor allem mein Hören zu vervollkommnen. Denn wichtiger, als dass ein Mensch sieht, sei, dass ein Mensch hört. Aber was meine Frau betrifft, soll Konrad gesagt haben, seien seine Bemühungen, ihr Hören und Sehen zu vervollkommnen, auf halbem Wege gescheitert. Er habe plötzlich, schon vor 10 oder vor 15 Jahren einsehen müssen, dass es sinnlos sei, sie weiterhin hören und sehen zu lehren. Er habe bald aufgegeben, ihr Hör- und ihr Sehorganisches zu entwickeln. Naturgemäß sei das ja gerade das Wesen der Frau, dass sie auf halbem Wege, und zwar immer in dem Augenblicke der allerhöchsten Konzentration, und zwar immer auch im Augenblicke der allergrößten Erfolgswahrscheinlichkeit, eine disziplinäre Geistes- und Geisteswillensanstrengung aufgebe. Die Urbanschitsche Methode, die er an ihr, seiner Frau, vor allem von dem Zeitpunkt des Einzugs in das Kalkwerk an, mit großer Rücksichtslosigkeit trainiere, habe er ja nur mehr noch für seine Zwecke, nicht mehr für sie, auf dem Programm gehabt. Schließlich einfach alles zu hören, soll er gesagt haben, sei Folge der ununterbrochenen, jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Studie. Triumph, gleichzeitig furchtbar. Aber nichts schaffe eine größere Klarheit als ein vollkommenes oder wenigstens ein nahezu vollkommenes Gehör. Wie sie ins Kalkwerk eingezogen sind, sei sofort klar gewesen, dass seine Frau ins kleinste der Kalkwerkszimmer einzieht. Aber selbst in ihrem Zimmer, das tatsächlich das kleinste Kalkwerkszimmer ist, habe Konrad ohne weiteres, habe er zu Visa gesagt, 15 Schritte hin und 15 Schritte zurück machen können. Und dass sie, seine Frau, selbstverständlich von Anfang an in den zweiten Stock hinaufziehen werde, sei sofort klar gewesen. Denn der zweite Stock sei der gesündeste. Alle ziehen in den zweiten Stock, haben sie die Möglichkeit. Alle ziehen den zweiten Stock vor. Ich selber habe sofort mein erster Stockzimmer bezogen, soll Konrad gesagt haben. Im ersten Augenblick hätten sie sich gesagt, da hinein in dieses erster Stockzimmer mit mir, da hinein in dieses zweite Stockzimmer mit ihr. Hier im Kalkwerk habe er fast alle Voraussetzungen, ein Höchstmaß an Voraussetzungen für die Studie, soll er gesagt haben. Dass er sein Fenster über der tiefsten Wasserstelle habe, sei auch ein großer Vorteil für die Studie, wenn er auch nicht angeben konnte oder angeben wollte, was für ein Vorteil. Was ihn, Konrad, betreffe, hätte ein Hofzimmer bewohnen bedeutet, gegen die Studie handeln. Auch ein Zimmer ans Felsgestein wäre im Hinblick auf die Studie nicht in Frage gekommen. Vorschubleistung der ja ohnehin andauernden Verzweiflungsbereitschaft hätte bedeutet, ein Hof- oder ein Felsgesteinszimmer zu beziehen, habe Konrad zu Visa gesagt. Was die Möblierung des Kalkwerks betrifft, so äußerte sich Konrad einmal folgendermaßen zu Froh. Während wir unsere eigenen Zimmer schon am ersten Tag vollständig und für immer eingerichtet gehabt hatten, mit dem Allernotwendigsten, wie Sie sich denken müssen, haben wir das ganze übrige Kalkwerk bis heute nicht eingerichtet.
Wie Sie wissen, habe ich schon gleich nach unserem Einzug eine größere Anzahl Möbel und Einrichtungsgegenstände verkauft, in der Zwischenzeit einen Großteil aller dieser hölzernen Unsinnigkeiten zu Geld machen können, soll Konrad zu Wieser gesagt haben. Und zu Froh vor einem Jahr, sie, meine Frau, hat nicht die geringste Ahnung, dass ich beinahe alle Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände verkauft habe. Er denke daran, heimlich etwas aus dem Zimmer seiner Frau zu verkaufen, aber das sei das Schwierigste. Und in seinem eigenen Zimmer sei nichts mehr außer dem Francis Bacon. Den Bacon aber verkaufe er nicht. Er trenne sich niemals mehr von dem Bild. Immer wieder habe er in dem Sessel sitzend, seine ihm gegenüber in ihrem Krankensessel dösende Frau beobachtend, gedacht, sagt Froh, den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Und kommen die Bankleute, verstecke ich ihn. Ich werde den Francis Bacon verstecken. Ich muss ihn verstecken, habe Konrad fortwährend gedacht. Und dann? Es ist 8 Uhr, Nachtmahlszeit, und die Zeit, der ganze Abend, die halbe Nacht, sei an ihnen, den sich gegenübersitzenden Eheleuten, ohne dass sie einen Bissen und ohne dass sie einen Schluck zu sich genommen hätten, vorübergegangen. Wie oft? Während der Kindheit sei er, Konrad, der Kränklichste gewesen. Sie war, so Konrad angeblich, bis zu dem Unglück niemals krank. Wie oft habe er in der Kindheit im Bett liegen müssen, fiebernd, in Schmerzen, während seine Geschwister unter seinem Fenster im Park lachten, sich vergnügten, mit ihrer Gesundheit tun und lassen konnten, was sie wollten. Es brauchte nur die Verkühlungszeit zu kommen und er, Konrad, verkühlte sich. Ein kaltes Getränk und er war verkühlt gewesen. Die ganze Kindheit wie die ganze Jugend seien ihm gekennzeichnet gewesen durch ununterbrochene Ängstlichkeit. Nicht Angst, Ängstlichkeit. Er sei immer allein gewesen. Als den so viel älteren Bruder hätten ihn die Geschwister ständig abgedrängt von sich, von allem sie Betreffenden auf das Natürlichste fürchterlich ausgeschlossen, in eine für ihn immer kompliziertere Vereinsamung. Und in ein ihn mehr und mehr elementar schwächendes Alleinsein hinein. Er, Konrad, habe oft gedacht, um den Verstand nicht zu verlieren, müsse er aus dem Zustand der beinahe vollkommenen Isolierung von seinen Geschwistern, Eltern, Verwandten, letzten Endes Mitmenschen überhaupt heraus. Abgeschlossen für sich habe er zuschauen müssen, wie sich schließlich alles gegen ihn richtete. Es sei alles in allem, soll er zu Froh gesagt haben, alles in allen Eltern von der Natur in der Weise angelegt, dass es das Erstgeborene immer nur deprimieren und abstoßen und schließlich verkümmern und verkommen lassen und vernichten müsse. Schon allein in dem Gedanken, sich für ein bestimmtes Studium entscheiden zu sollen, sei er beinahe umgekommen durch völliges Alleinsein in diesem Gedanken. Und er habe so, dem Wunsche seiner Eltern entsprechend, auch nicht studiert. Keine Hochschule besucht, keinerlei ordentliches staatliches Examen gemacht, weil er nicht die Kraft gehabt habe, sich bei seinen Eltern in dem Willen, Naturwissenschaft zu studieren oder Medizin zu studieren, durchzusetzen. Und vielleicht, soll Konrad zu Froh gesagt haben, sei die Tatsache, dass er durch den Widerstand seiner Eltern gegen ein Studium seinerseits innerlich rasch verwahrlost sei, in Verkommenheit und Gleichgültigkeit aufzugehen, sich eingelebt hatte, Ursache für das spätere, vor allem mit der zunehmenden Erkrankung seiner Frau, deutlicher und deutlicher sich durchsetzende Unvermögen, seine Studie niederschreiben zu können. Schon in der frühesten Kindheit hatte ihm immer alles in totaler Erschöpfung geendet. Und jetzt hier im Kalkwerk, soll Konrad zu Froh gesagt haben, zeige sich auch alles als das Ungünstigste für die Niederschrift der Studie, wo ich doch immer geglaubt habe, dass das Kalkwerk am förderlichsten sei für die Studie. Zu Wieser? In dem Augenblick, in welchem er, Konrad, glaubte, sich mit der Studie beschäftigen zu können, hörte er plötzlich den Höller Holz hacken. Er stehe auf und gehe zum Fenster und schaue hinaus und sehe natürlich nichts, höre aber. Gerade habe er Lust, die Studie niederzuschreiben, alle Voraussetzungen für eine rasche Niederschrift, denke er, fängt der Höller mit dem Holzhacken an. Als ob sich alles gegen die Niederschrift meiner Studie verschworen hätte, soll Konrad gesagt haben. Gestern ist es der Baurat gewesen, heute ist es der Höller. Tausende, abertausende von Winzigkeiten sind es, die mich daran hindern, meine Studie niederzuschreiben. Dazu komme die Otalgie seiner Frau, hervorgerufen wahrscheinlich durch die an ihr ständig intensivierte Urbanschitsche Methode.
Er habe die Urbanschitsche Methode weiter und weiter entwickelt, zu einem Martyrium für sie, wie er sich ausgedrückt haben soll. Das tatsächlich Wesentliche einer jeden Methode sei ja ihr absolutes Gehör, wie er sich ausgedrückt haben soll, zur Weiterentwicklung. Jetzt könne es sich nur noch um die Vervollkommnung dieser seiner Experimente handeln und damit um die Vervollkommnung seiner Studie, die er durchaus im Kopf habe. Aber gestern machte mir der Baurat alles zunichte, soll Konrad zu Wieser gesagt haben, und heute fängt der Höller mit dem Holzhacken an und im Augenblick sei ihm einfach alles, die Studie betreffende, unmöglich gemacht. Sei man von sich selber zu einer solchen Geistesarbeit wie der Studie verurteilt, soll Konrad zu Wieser gesagt haben, was wohl die lebenslängliche Beschäftigungshaft mit einer solchen Geistesarbeit bedeute, sei man mehr und mehr einer schließlich die ganze Welt und dann auch alles über die Welt hinaus mögliche umfassenden Verschwörung gegen sich selbst ausgeliefert, denke er. Alles sei eine einzige Verschwörung gegen einen und das heiße gegen die Geistesarbeit, die man verrichte. Die Welt, vor allem die Umwelt, empfinde aber alles, was man in Richtung auf eine Geisteswissenschaft unternehme, als eine immer und in jedem Falle immer gegen die Welt und gegen diese Umwelt gerichtete Ungeheuerlichkeit, von welcher sie glaube, dass sie, ob zwar nur dem Einzelnen möglich, nur der Masse zustehe und der Einzelne sei immer der radikalen Gegnerschaft der Masse ausgesetzt und allein durch die Konfrontation mit dem dadurch Verbrecherischen der Masse befähigt, das ihm von der Masse verbotene und lebenslänglich verweigerte Denken und Handeln dann doch in seinem Gehirn zu denken und zu beherrschen und zu vollenden. Die Masse verweigere dem Einzelnen, was nur dem Einzelnen und nicht der Masse möglich sei. Der Einzelne verweigere der Masse, was nur der Masse möglich sei. Aber der Einzelne kümmere sich nicht um die Masse, kümmere sich schließlich um nichts als um sich selbst, zum Vorteil der Masse. Wie die Masse sich schließlich nicht um den Einzelnen kümmere, zum Vorteil des Einzelnen, die Leistung des Einzelnen erst mit der Vernichtung des Einzelnen, der Einzelne die Masse erst mit der Vernichtung der Masse anerkenne und so fort. Einmal sei es der Baurat, dann sei es der Forstrat, dann der Höller, dann der Bäcker, dann sei es der Rauchfangkehrer, dann sei Wieser es, ich es, seine Frau sei es, alles sei es. Aber er müsse sich ja nicht alles gefallen lassen, denke er, und er gehe hinunter und verbiete dem Höller das Holzhacken. Wenn er, Konrad, arbeite, brauche der Höller nicht Holz zu hacken. Also wenn er, Konrad, arbeite, brauche Höller nicht zu arbeiten. Umgekehrt, wenn er, Höller, arbeite, könne er, Konrad, nicht arbeiten. Aber er, Höller, dürfe nur arbeiten, und das heißt Holzhacken etc., wenn er, Konrad, es ihm erlaube etc. Sofort habe Höller mit dem Holzhacken aufgehört und sei ins Zuhaus gegangen. Eine lautlose Beschäftigung habe Konrad dem Höller aufgetragen. Plötzlich sei es wieder vollkommen ruhig gewesen und er, Konrad, habe an die Arbeit gehen können. Er setze sich an den Schreibtisch, da sei auch schon der erste Satz, denke er, und er schreibe den Satz auf. Noch eine Reihe solcher Sätze, denke er, und die Studie lasse sich endlich aufschreiben. Aber an die hunderte und an die tausende Male habe er dasselbe gedacht, soll Konrad zu Wieser gesagt haben, dass er nur ein paar Sätze zu schreiben habe, um dann auf einmal nach und nach alles niederschreiben zu können. Tausende Male so gedacht, tausende Male, wie er sich ausdrückte, habe er so denken und handeln müssen, und das heißt, nach ein paar Anfangssätzen das Ganze abbrechen. Schon in den Augsburger Tagen habe er geglaubt, die Studie nach ein paar Sätzen in einem einzigen Zuge niederschreiben zu können. In Augsburg und in Innsbruck und in Paris und in Aschaffenburg und in Rattenberg und in Toblach und in Mürzzuschlag und in Thalgau und in Pforzheim und in Mannheim. Alle diese immer wieder und für immer verloren gegangenen Anfänge und Ideen, soll Konrad zu Wieser gesagt haben. Plötzlich klopft es unten, habe Konrad zu Wieser gesagt. Zuerst ignoriere ich das Klopfen, soll er gesagt haben, aber eine Dauerignoration des Klopfens ist nicht möglich. Das Klopfen hört nicht auf und ich muss aufstehen und hinuntergehen. Wie er im Vorhaus ist, habe er den Zusammenhang der Anfangssätze der Studie schon nicht mehr im Kopf. Er macht auf, da steht der Baurat. »Ja, was denn?« frage er, und er sage, »Ah, Sie«, und er denke, der Baurat komme immer zur ungelegensten Zeit, und er, Konrad, sage, »Kommen Sie doch herein«, gegen seinen Willen, sagte er zu Wieser, »Kommen Sie doch herein«. Und der Baurat sei hereingekommen, und Konrad und der Baurat setzten sich in das Zimmer rechts vom Eingang, in das sogenannte holzgetäfelte Zimmer. »In mein Zimmer können wir nicht«, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, »auf meinem Schreibtisch liegen lauter Papiere und Bücher«. Wie Sie wissen, bin ich mit meiner Studie beschäftigt. Nein, nein, sage er Konrad auf die Frage, ob er der Baurat Konrad in seiner Arbeit, tatsächlich soll der Baurat in ihrer Studie gesagt haben, gestört habe.
Nein, nein, sage er und lügt. Die Lüge, denke er, Konrad, als das einzige Kontaktmittel zu beinahe allen Menschen. Erledigen wir, was zu erledigen ist, soll Konrad zum Baurat gesagt haben. Der Baurat habe etwas von einer Wegebegradigung gesagt und Konrad, ohne wie er selber gesagt haben soll, danach gefragt worden zu sein, wie Sie wissen, schreibe ich an der Studie, von welcher ich Ihnen schon öfter gesprochen habe. Etwas über das Gehör, soll Konrad zum Baurat gesagt haben. Der Baurat bestätigt das. Denn wissen Sie, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, über das Gehirn ist schon so viel geschrieben worden, über das Gehör nahezu nichts oder jedenfalls nichts, das etwas wert wäre. Er beschäftige sich schon an die 20 Jahre mit dem Gehör, soll Konrad zum Baurat gesagt haben. Zuerst erschöpfte ich mich langsam und nach mit immer größerer Intensität in den Versuchen, dann machte ich eine Zusammenfassung, dann wieder eine Zusammenfassung, darauf wieder eine Zusammenfassung etc., soll Konrad zum Baurat gesagt haben. Dann fing ich wieder mit Versuchen an, komplettierte wieder und machte wieder eine Zusammenfassung und wieder eine Zusammenfassung und wieder eine Zusammenfassung etc. Immer experimentierte ich und auf eine Reihe von Experimenten folgte wieder eine Reihe von Experimenten, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Und alles ist mir dann immer wieder zerfallen. Auf dem Konzentrationshöhepunkt ist mir dann immer wieder alles zerfallen. Aber jetzt habe er, Konrad, schon so lange Zeit die komplette Studie im Kopf. Alle Einzelheiten gleichzeitig, das ungeheuerlichste Material, das Sie sich vorstellen können, soll er zum Baurat gesagt haben, alles das Gehör betreffend. Aber auf dem Höhepunkt zerfällt mir dann alles wieder, soll Konrad gesagt haben. Man glaube, jetzt und in dem Augenblick sei auch schon alles zerfallen. Wenn man aber so lange Zeit alles im Kopf habe, sage er zum Baurat, so viele Jahre alles komplett im Kopf, dann komme es doch, wie man annehmen muss, nur mehr noch auf den Augenblick an, das, was man komplettiert im Kopf habe, zu Papier zu bringen. Auf diesen Augenblick warte er, jetzt sei dieser Augenblick, auch zu Wieser habe er mehrere Male gesagt, jetzt sei dieser Augenblick, auch zu Froh, wie ich weiß. Und tatsächlich, sage er, Konrad zum Baurat, sei dieser Augenblick auch jeden Tag da, kein Tag ohne diesen Augenblick, in welchem ich glaube, die Studie anfangen und vollenden zu können. Aber immer werde er, Konrad, sage er zum Baurat, kaum setze er sich an den Schreibtisch gestört. Und wie gesagt, sei es einmal der Bäcker, einmal der Rauchfangkehrer, einmal sei es Wieser, einmal Froh, einmal er der Baurat, Höller sei es, seine Frau sei es, der Forstrat sei es, ein Geräusch sei es und so fort. Aber es sei ganz unmöglich, auf ein Klopfen an der Kalkwerkstür nicht hinunterzugehen, nicht aufzumachen. Das Klopfen an der Kalkwerkstür ignorieren, das könne er nicht, habe er zum Baurat gesagt. Jemand fortgesetzt an der Tür klopfen lassen, ohne hinunterzugehen und aufzumachen, das könne er schon deshalb nicht, weil es ihn in der kürzesten Zeit verrückt machte. Die Leute, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser, hören nicht auf anzuklopfen, obwohl sie wissen, sie stören. Sie halten mich in meiner Arbeit auf. Sie ruinieren unter Umständen meine Studie, sie ruinieren mir alles. Erst dann hörten die Leute zu klopfen auf, wenn er aufgestanden sei, die Studie weggeschoben habe und hinuntergegangen sei und aufgemacht habe. Und es sind immer die größten Lächerlichkeiten, deretwillen ich in meiner Arbeit gestört werde, soll Konrad gesagt haben, das Lächerlichste, das mir die Studie ruiniert. Was gibt es Deprimierenderes als eine solche Studie, wie die meinige, die sich auf eine jahrzehntelange Schwerarbeit aufbaut, eines Bäckers wegen, eines Rauchfangkehrers wegen, des Baurats wegen, im Stich zu lassen? Wie weit müsse ein Mensch gekommen sein, wegen der geringsten Unsinnigkeit seine Studie im Stich zu lassen, nur weil seine Frau oben einen Polster gerade gerichtet haben will, weil sie etwas zu trinken will, weil sie ein Stück aus dem Ofterdingen vorgelesen haben will, weil ich ihr die Zuckerdose anfüllen, die Brille aufsetzen, den Rücken mit Melissengeist einreiben soll, wegen eines holzhackenden Höller, wegen Froh, wegen dem Sägewerker, wegen Ihnen, Wieser. Wegen Ihnen, Wieser! Tatsächlich soll Konrad zu Wieser völlig erschöpft gesagt haben, macht mich das andauernde an die Tür klopfen, sich naturgemäß, während es doch in Wirklichkeit fortwährend gleich laut, gleich intensiv bleibt, mehr und mehr in meinem Kopfe zu einem fürchterlichen, lärmenden, an die Tür klopfen entwickelnde, vollkommen verrückt. Der ganze Tag sei verloren. Alles in seinem Kopf zunichte gemacht. Nichts als ein paar ihm tatsächlich ekelerregende Höflichkeitswörter. Wie kommen Sie doch herein? Kommen Sie nur herein? Kommen Sie? Wie geht es Ihnen denn? Ach, oder auch nur ja, oder so, kämen plötzlich aus seinem Mund. Jetzt haben Sie mir die Arbeit an meiner Studie aber vollkommen zerstört, habe Konrad zum Baurat gesagt, sagt Wieser.
zum ersten Mal die Wahrheit. Ist mir nach der ersten durch Hölle hervorgerufenen Störung das Weiterarbeiten an der Studie noch möglich gewesen, so ist mir jetzt nach der zweiten von Ihnen hervorgerufenen Störung das Weiterarbeiten an der Studie nicht mehr möglich. Sie sind mir aber nicht böse, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, dass ich so offen mit Ihnen spreche, soll er gesagt haben. Die erste Störung durch Höller habe er, Konrad, durchaus mit großer Kunstfertigkeit überspielen können. Die zweite Störung durch ihn, den Baurat, aber nicht. Und es ist ein Unterschied, soll Konrad gesagt haben, ob mich ein Mann wie Höller stört oder ein Mann wie Sie. Ein Mann wie Höller, ein so einfacher Mann, und ein Mann wie Sie, ein so komplizierter Mann, soll Konrad ausgerufen haben und dem Baurat Schnaps angeboten haben. Der Baurat soll aber abgelehnt haben, zuerst abgelehnt, dann aber doch angenommen haben. Immer lehnen Sie zuerst ab, nehmen aber dann doch an, soll Konrad zum Baurat gesagt haben. Diese Menschenart, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sei ihm, Konrad, durchaus bekannt. Die Art Menschen, die immer zuerst ablehnt und dann doch annimmt. Ja, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser, über das Gehör gibt es keine aufschlussreiche Schrift. Die einzige ehrliche über das Gehör, die einigen Wert besitzt, ist 300 Jahre alt. Alles andere über das Gehör ist stümperhaft. So hatte ich in dem Gedanken, eine Schrift und das heißt, eine Studie über das Gehör zu schreiben, schon immer eine mich gänzlich ausfüllende Aufgabe. Zuerst füllte mich der Gedanke natürlich nicht ganz aus, bis zum 30. Jahr natürlich nicht, auch zwischen dem 30. und dem 40. Jahr nicht, aber nach dem 40. Jahr hat mich der Gedanke an das Gehör zur Gänze ausgefüllt und mit immer größerer Unnachgiebigkeit zur Gänze ausgefüllt. Tatsache sei, dass alle Denker bis zum 30. Jahr ein Thema hätten, das sie eines Tages ab dem 40. Jahre gänzlich ausfülle. Aber die wenigsten liefern sich ab dem 40. Jahr einem solchen Thema zur Gänze aus. Die meisten kokettieren ab dem 25. Jahr mit einem solchen Thema und treiben es auch voran, geben es aber spätestens ab dem 35. oder 40. Jahr auf und lassen sich in die Gesellschaft oder ganz einfach in den Wohlstand fallen. Das Bedauernswerte daran sei die Tatsache, dass auf diese Weise Hunderte und Tausende von wichtigen Studien verloren gingen, Schriften, die notwendig wären auf dem Wege der Aufhellung der Finsternisse in der Welt. Was das Gehör betreffe, so schreibe, und zwar nur auf das Oberflächlichste, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser, entweder ein Arzt, was gänzlich falsch sei, oder ein Philosoph darüber, was gänzlich falsch sei. Schreibe ein Arzt über das Gehör, sei das völlig wertlos. Schreibe ein Philosoph darüber, sei das auch völlig wertlos. Man darf nicht nur Arzt und man darf nicht nur Philosoph sein, wenn man sich eine Sache wie das Gehör vornimmt und an sie herangehe. Dazu müsse man auch Mathematiker und Physiker und also ein vollkommener Naturwissenschaftler und dazu auch noch Prophet und Künstler sein und das alles in höchstem Maße. So einfach sei das nicht, dass man einfach nur Arzt zu sein brauche, nur Philosoph zu sein brauche, um eine Studie über das Gehör zu schreiben. Oder einfach nur Physiognomiker, wie wir sehen. Das sei Begriffsverwechslung. Mir geht es um eine durch und durch aufschlussreiche Schrift, soll Konrad gesagt haben. Mit dieser Schrift sei ein Endpunkt zu setzen, ein Endpunkt, der natürlich in dem Augenblick, in welchem er gesetzt ist, kein Endpunkt mehr sein kann und so fort. Mit dieser Regel, glaube er, Konrad, habe er den Baurat schon genügend vertraut gemacht und also könne er fortsetzen. Ein Endpunkt ist der Anfangspunkt für einen weiteren Endpunkt und so fort, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Aber alles sei doch viel komplizierter, weil im Grunde einfacher, als man glaube. Dadurch könne man nichts klar machen. Und die sogenannte Annäherung in der Sache führe zu nichts. Man könne sich aber nicht mitteilen, außer durch das totale Geistesprodukt. Über alles Mögliche, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, haben schon alle möglichen Leute alle möglichen vorzüglichen Abhandlungen, Dissertationen geschrieben. Aber über das Gehör gibt es keine vorzügliche Abhandlung, keine vorzügliche Dissertation. Nicht einmal einen guten Aufsatz gibt es darüber. Und dabei sei das unumstritten, dass das Gehör wichtiger sei als das Gehirn, wenn man vom Gehör ausgehe.
Man dürfe in dieser Überlegung nur nicht vom Gehirn ausgehen. Der Bauart verstehe das nicht, soll Wieser gesagt haben. So viele unzureichende, dilettantische Doktorarbeiten über das Gehör, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Und naturgemäß sei der Dissertationsdilettantismus der allerpeinlichste Dilettantismus. Die Gesellschaft sei nur für das dumpfe Dahindämmern, für sonst nichts. Die Leute wollen in Ruhe gelassen sein und sie hassen nichts tiefer als Gehör und Gehirn. Die völlig gehör- und gehirnlose Masse wäre ihr Ideal. So schießt die Gesellschaft auch Gehöre wie Gehirne ab, wo sie sich zeigen. Da ist ein Gehirn, heißt es, und es wird geschossen. Da ist ein Gehör, heißt es, und es wird geschossen. Die Menschheit führe, so Konrad zu Wieser, solange sie existiere, einen immer kostspieligeren, ungeheuren Feldzug gegen Gehör und Gehirn. Alles andere sei nichts als Lüge. Die Geschichte beweise, Gehör und Gehirn werden in ihr immer zu Tode gehetzt, abgeschossen. Wo man hinschaue, Mord an Gehör und Gehirn, soll Konrad zu Wieser gesagt haben. Wo Gehör und Gehirn sein, sei Hass. Wo ein Gehör ist, ist eine Verschwörung gegen das Gehör. Wo ein Gehirn ist, ist eine Verschwörung gegen das Gehirn. Alles andere Lüge. Die aussterbenden Vögel in Europa schützt man, soll Konrad gesagt haben. Die aussterbenden Gehirne nicht. Das aussterbende Gehör nicht. Die Hellhörigkeit wie die Hellsicht stemple man immer gleich als Verrücktheit ab. Man brauche jetzt keine Hellhörer, wie man auch keine Hellseher brauche. Hört einer hell oder sieht einer hell, räumt man ihn einfach weg. Man sperrt ihn ein, isoliert ihn, vernichtet ihn durch Einsperrung und Isolierung. Die Gesellschaft schützt sich ununterbrochen vor den Geistesblitzen, indem sie sich ununterbrochen vor sogenannten Geisteskranken schützt. Aber alle diese Bemerkungen sind lächerlich, wie er überhaupt alles, was man ausspreche, lächerlich sei, soll Konrad gesagt haben. Man spricht etwas aus, soll er gesagt haben, und macht sich lächerlich. Gleich, was man sagt, man macht sich lächerlich. Gleich, was man liest, es ist lächerlich. Was man hört, es ist lächerlich. Was man glaubt, es ist lächerlich. Man macht den Mund auf und eine Lächerlichkeit kommt heraus. Eine Lächerlichkeit als Peinlichkeit. Eine Peinlichkeit als Lächerlichkeit. Der Fachleute-Dilettantismus sei der peinlichste. Das Erschütternde an den sogenannten Fachleuten sei ja immer wieder ihr grenzenloser Dilettantismus. Wenn ich Ihnen sage, soll Konrad gesagt haben, dass ich allein 200 Dissertationen über das Gehör durchgearbeitet habe, die alle keine Ahnung vom Gehör haben. Keinerlei Denkprozess, soll Konrad gesagt haben. Professorale Wiederkäuer. Es sei ja das Hervorstechendste dieser Zeit, dass die Denker in ihr nicht mehr denken. Alles ein in die Millionen gehendes Heer von Hilfsarbeitern der Wissenschaft und der Geschichte. Aber sage man etwas Derartiges, setze man sich der Gefahr aus, für verrückt erklärt zu werden. Jetzt soll er gesagt haben, da er die Studie noch im Kopf habe, sei sie noch immer im Range der Wissenschaft. Erst mit der Niederschrift wird sie zum Kunstwerk. Das Gehör ermögliche alles. Das Gehör sei das philosophischste aller Sinnesorgane, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, so Wieser. Er habe aber alle die Abschnitte nur im Kopf, seit Jahrzehnten im Kopf. Längst habe er alle Abschnitte der Studie in seinem Kopf fertig und das sei eine ungeheuerliche Geistesanstrengung, eine solche komplette Studie über Jahrzehnte im Kopf zu haben, ununterbrochen im Kopf behalten zu müssen, in der ständigen, sich naturgemäß immer noch mehr verstärkenden Angst, dass sie von einem Augenblick auf den anderen auseinanderfallen und zunichte gemacht werden könne, weil man den Augenblick der Niederschrift immer wieder verpasst. Die ersten 2 Jahre habe er allein auf den ersten Abschnitt der Studie aufgewendet. In den letzten 18 Jahren habe er die restlichen Abschnitte entwickelt und komplettieren können. Dass man dadurch leicht, und zwar ganz leicht, für immer, wie er an sich selber habe erfahren müssen, in den Verdacht und in den Verruf absoluter Verrücktheit, ja selbst des Wahnsinns, komme, liege auf der Hand. Es wäre natürlich nichts leichter, soll Konrad gesagt haben, als einfach wirklich wahnsinnig zu werden. Aber die Studie ist mir wichtiger als der Wahnsinn. Nichts leichter, als von einem Augenblick auf den anderen wahnsinnig und einer solchen ungeheuren Belastung enthoben zu sein. Plötzlich wahnsinnig zu sein, ohne vorher verrückt zu sein, sofort wahnsinnig zu sein. Solange er aber die Studie nicht aufgeschrieben habe, sei die Studie zwecklos. Und jeden Tag sage er seiner Frau, dass die Studie zwecklos sei, solange er sie nur im Kopf, nicht aber auf dem Papier habe. Und sie sage immer, warum er sie dann nicht endlich aufschreibe. Jahrelang sagt sie das in dem immer gleichen Tonfall, soll Konrad gesagt haben, weil sie noch immer nicht begriffen habe, dass man eine Studie durchaus jahrelang und wie ich weiß jahrzehntelang im Kopf haben kann, ohne sie zu Papier bringen zu können.
Darin seien alle Frauen gleich, dass sie Merkwürdigkeiten wie diese nicht begreifen. Sie akzeptieren sie einfach nicht und sie akzeptieren sie Jahrzehnte nicht. Eine Studie, die einer nur im Kopf, aber nicht auf dem Papier habe, existiere ja gar nicht, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Sie aufschreiben, sie einfach aufschreiben, denke er immer. Dieser Gedanke sei es, die Studie einfach aufschreiben, hinsetzen und die Studie aufschreiben, der seine Existenz voll ausfülle. Nicht mehr der Gedanke an die Studie, nur der Gedanke, die Studie aufschreiben, von einem Augenblick auf den anderen die Studie aufschreiben. Je mehr er aber von diesem Gedanken besessen sei, desto unmöglicher werde es ihm, die Studie aufzuschreiben. Die Schwierigkeit bestehe ja nicht darin, etwas im Kopf zu haben. Im Kopf hätten alle das Ungeheuerlichste, und zwar ununterbrochen bis an ihr Lebensende, das Ungeheuerlichste. Sondern die Schwierigkeit sei, dieses Ungeheuerliche aus dem Kopf heraus auf Papier zu bringen. Im Kopf könne man alles haben, und tatsächlich habe auch jeder alles im Kopf, aber auf dem Papier habe fast keiner etwas, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Während in den Köpfen aller Menschen das Ungeheuerlichste sei, sei auf ihren Papieren doch immer nur das Kläglichste, Lächerlichste, Erbärmlichste. Wenn es sich bei seiner Studie nicht um das empfindlichste Extrakt handelte, das man sich vorstellen kann, soll Konrad gesagt haben, ein empfindliches Extrakt aus jahrzehntelanger Überanstrengung eines durch und durch überempfindlichen Gehirns. Das Zerbrechlichste. Ununterbrochen habe ein solcher Mensch wie er Angst, dass ihm dieses Zerbrechlichste seinen Kopf zerbricht und umgekehrt, dass ihm alles zerbricht. Oft suche ein solcher wie er Schutz, finde aber keinen, denn alles sei Schutzlosigkeit. Alles sei ihm ununterbrochen das Absolute, das ihn zu vernichten drohe. Wo ein solcher wie er hinkomme oder ankomme, er komme immer nur in die Irritation, an die Irritation. Aber nichts sei komischer als alles, und dadurch, soll er gesagt haben, ist ja alles erträglich, weil es so komisch ist. Wir haben nichts anderes als den Inbegriff der Komödie auf der Welt. Und wir können tun, was wir wollen, wir kommen aus der Komödie nicht heraus. Der Versuch der Jahrtausende, die Komödie zu einer Tragödie zu machen, hat naturgemäß scheitern müssen, soll er gesagt haben. Denn das mit dem Kalkwerk, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser, ist ja auch nichts anderes als Komödie. Um diese Komödie aber aushalten zu können, müsse man von Zeit zu Zeit das Hirn ablassen, den Gehirninhalt abschlagen, wie man das Wasser abschlägt. Nichts weiter, mein lieber Baurat. Das Gehirn wie die Blase entleeren, austreten. Mit dem Gehirn wie mit der Blase auf die Seite gehen, mein lieber Baurat. Oder, soll er gesagt haben, das Gehirn als die Geisteslunge. Dann habe er den Baurat vollkommen betrunken gemacht und gesagt, wahrscheinlich sind es gerade die Störungen, die der Studie von Vorteil sind. Zu froh, dass alles Unsinn sei, was er, Konrad, sage. Zu mir Unsinn, alles Unsinn. Zu Wieser naturgemäß alles Unsinn, Wieser. Froh sagt er, Konrad, mache das Fenster auf und höre die Äste der Fichten. Er mache das Fenster über dem Wasser auf. Höre das Wasser. Meine Objekte hören nicht, soll Konrad gesagt haben. Und genauso sei es, stehe er mit einer Versuchsperson am Geästefenster. Die Versuchsperson gestehe, dass sie nichts sehe und dadurch auch nichts höre. Aber ganz so einfach sei das nicht. Erklären könne man den Vorgang, der zur Beobachtungsgabe führe, aber auch nicht. Und warum auch erklären, soll Konrad zu Froh gesagt haben. Seine Frau und Hauptversuchsperson, wie er selbst sagte, sagt Froh, habe für ihn und also für seine Studie und also für seine Versuche und Experimente überhaupt immer die größte Geduld aufgebracht. Und sie bringe, habe Konrad noch im Oktober zu Froh gesagt, immer mehr Geduld während seiner sich unglaublich radikalisierenden Versuche auf. An ihr habe er die sogenannte Urbanschitsche Methode bis zur äußersten Perfektion entwickelt. Und im Grunde sei die Urbanschitsche Methode durch diese Radikalisierung wahrscheinlich überhaupt nicht mehr als Urbanschitsche Methode zu bezeichnen. Tagtäglich habe sich seine Frau aber durch die Urbanschitsche Methode von ihm total erschöpfen lassen. Gegen Abend, wenn wir schon in aller Frühe begonnen hatten, soll Konrad zu Froh gesagt haben, nach Mitternacht, wenn wir am Nachmittag damit begonnen hatten, sei sie völlig erschöpft gewesen. Mehrere Sätze mit kurzem I habe er ihr, seiner Frau, vorgesagt, beispielsweise,
Im Innviertel habe ich nichts. An die 100 Male langsam, an die 100 Male schnell, schließlich an die 200 Male schnell, so schnell als möglich, abgehackt. Höre er auf, verlange er die sofortige Beschreibung der Wirkung seiner ihr vorgesprochenen Sätze auf ihr Gehör wie auf ihr Gehirn, soll Konrad zu froh gesagt haben. Anschließend gehe er an die Analyse. Aber schon nach etwa 2 Stunden Dauer des Experiments frage sie ihn, wie lange das Experiment dauere, soll Konrad zu froh gesagt haben. Und er sage ihr, wie lange das Experiment an dem Tag dauere. Das Experiment dauere nur kurz, 3 oder 4 Stunden. Länger, 6 oder 7 Stunden. Immer erschienen ihm aber die Experimente nach der Urbanschitschen Methode wichtig und er habe keinen Tag ohne Experimentieren vorübergehen lassen. Einmal sage er ihr den Satz, im Innviertel habe ich nichts, beispielsweise von links ins Ohr, dann von rechts, abwechselnd von rechts und von links. Beispielsweise sage er zu seiner Frau plötzlich mitten in einer Übung, du musst zwischen dem harten und dem weichen I unterscheiden. Sie verstehe ihn, mache aber doch immer wieder alles falsch. Das bedeutet doppelte Anstrengung, an manchen Tagen doppelte Mutlosigkeit. Die Übung habe keinen Zweck, sage er, wenn sie, seine Frau, sich nicht an die Regel halte. Es dauere oft 1/2 Stunde, bis sie das Einfachste kapiere. Natürlich sei vor allem alles mit der Urbanschitschen Methode zusammenhängende viel zu anstrengend für sie, denke er, wiederhole aber doch pausenlos innerhalb der Experimente bestimmte Übungen bis zum Zusammenbruch seiner Frau. Den Satz beispielsweise, im Innviertel habe ich nichts, musste sie wochenlang hören, tagtäglich an die 100 Male, so lange bis er die Hand hob, das hieß, Übung beendet. Der Satz, im Innviertel habe ich nichts, sei ein Kernsatz in seinen Übungen gewesen, sagt Froh. Er habe den Satz gesprochen und sie habe sofort kommentiert. Immer schneller gesprochen, immer schneller kommentiert, soll Konrad zu Froh gesagt haben. Den Vorwurf, er experimentiere zu lange, habe er 1000 Male von ihr gehört, aber mit der Zeit vollkommen überhört. Wenn er nur die Studie niederschreiben könne, bevor er alt sei, endgültig alt und also zum Niederschreiben der Studie unfähig, soll er zu Froh und zu Visa gesagt haben. Kaum sei er in seinem Zimmer, gehe er zu Bett. Aber die durch die äußere Ruhe hervorgerufene innere Unruhe lasse ihn auch in der größten Erschöpfung nicht einschlafen und er gehe durch das ganze Kalkwerk, mehrere Male durch das ganze Kalkwerk und liege dann den Rest der Nacht, ohne einschlafen zu können, auf dem Bett. Sinnlos einschlafen zu wollen, sich zum Einschlafen zu zwingen. Man schlafe nicht ein, man komme in immer größere Unruhe. Diese Unruhe steigere sich so lange, bis man gegen die äußere Ruhe etwas tue, sie unterbreche, in sie Unruhe hineinbringe. Er lese im Kropotkin, versuche es selbst mit dem Ofterdingen, der im Grunde ihr Buch sei. Aber selbst durch den Ofterdingen gelinge ihm nicht, in sich innere Ruhe zu erzeugen. Er setze sich, stehe auf, setze sich wieder, stehe wieder auf. Abwechselnd schlage er den Kropotkin auf, den Ofterdingen. Er gehe in seinem Zimmer in die eine, dann in die andere Richtung. Ordne Papiere, bringe diese Papiere wieder durcheinander, mache den Kasten auf, mache den Kasten zu. Ziehe verschiedene Laden heraus, immer wieder die gleichen Kommodenladen, Rechnungen, Notizblätter werfe er auf einen Haufen, ziehe einzelne heraus, lese die durch, werfe sie wieder auf den Haufen, stelle den Sessel, der neben dem Fenster steht, neben die Tür, den Sessel, der neben der Tür steht, neben das Fenster, drehe das Licht aus, drehe das Licht auf, verfolge eine, verfolge schließlich 2, verfolge mehrere Linien auf der Landkarte an der Wand. Er gehe, sagte Konrad zu Froh, im ganzen Kalkwerk, mit der völligen Unmöglichkeit, sich beruhigen zu können, umher, nur das Zimmer seiner Frau betrete er dabei nicht, weil er seine Frau nicht noch mehr durch seine Unruhe deprimieren wolle, wo sie doch an sich schon in dem Zustande größter Deprimation sei, und zwar dauernd in einem solchen Zustand, soll er zu Froh gesagt haben. Sie mache sich, wie er sich, andauernd nur vor, dass Zeiten der Ruhe Zeiten der Unruhe ablösten, während in Wirklichkeit niemals Ruhe in sie beide einkehre. Und also lebten sie beide ständig nicht nur gegenseitig, sondern auch nebeneinander in dem Zustand der Dauerlüge. Sie belüge sich, er belüge sich, dann belügten sie sich gegenseitig, abwechselnd er sie und dann wieder sie ihn und dann wieder gleichzeitig sie ihn und er sie. Überhaupt machten sie beide sich ein erträgliches Leben im Kalkwerk vor, andauernd, wie Konrad zuvor gesagt haben soll, ohne Unterbrechung,
während sie doch beide ununterbrochen in einem unerträglichen Leben gefangen seien. Aber machten sie sich nicht Erträglichkeit vor, wäre ihre Unerträglichkeit nicht zu ertragen, soll Konrad zu Froh gesagt haben. Andauerndes Vormachen von Erträglichkeit in einem andauernden Zustand von Unerträglichkeit sei das einzige Mittel, weiterzukommen, soll Konrad zu Froh gesagt haben. Etwas Ähnliches hat er auch zu Wieser gesagt. Auch zu mir hat er von der Erträglichkeit gesprochen, mit den gleichen Wörtern, mit den gleichen unsichtbaren Gesten, wie ich mich erinnere. Also er gehe, habe er zu Froh gesagt, durch das Ganze, ihm tatsächlich in solchen Zuständen und an solchen Tagen endlos erscheinende Kalkwerk, und versuche, zum Ende des Kalkwerks zu kommen, komme aber zu keinem Ende. Denn das Kalkwerk könne man durchgehen und durchlaufen und durchkriechen, soll er gesagt haben, und es nehme kein Ende. Und er müsse dann auf dem Höhepunkt des für ihn zweifellos beschämenden Zustandes sich fortwährend mit geschlossenen Augen Ruhe, Ruhe, Ruhe vorsagen. In das Kalkwerk gegangen, hieße zweifellos in eine Falle gegangen. Wie er sehe, wie sie, seine Frau, fortwährend an Menschen denkt, deren Anwesenheit sie wünscht, Freunde, Verwandte, dass es nichts genützt habe, ihr ihre Verwandten und Freunde auszureden, nichts, dass er ihr klarzumachen versucht habe, dass es keine Freunde gibt. Und dass Verwandte im Grunde alles eher als verwandt seien, Verwandtschaft Betrug sei, Selbstbetrug, Verwandtschaft ein Irrtum. Am Anfang, denke er, seien alle diese ihre Verwandten und Freunde noch ins Kalkwerk gekommen, aus Tirol und aus Kärnten, die aus der Schweiz alle z'rüt über die Gebirge und ihre Verwandten aus dem Norden, ihre ostfriesischen Verwandten beispielsweise. Lauter Menschen, die mit der Neugierde eine lebenslängliche Verschwörung eingegangen sind, so Konrad zu Wieser, aber jetzt kämen alle diese Leute nicht mehr. Das Kalkwerk sei nach und nach frei geworden von diesem Verwandtschaftsunrat. Wir brauchen alle diese Leute nicht, soll Konrad zu seiner Frau gesagt haben, immer wieder, so lange, bis alle diese Leute endlich ausgeblieben sind und sich nicht einmal mehr brieflich zu melden getraut haben. Er, Konrad, soll zu Wieser gesagt haben, habe ihr, seiner Frau, zuerst alle diese Leute ausgeredet, schließlich habe er ihr diese Leute unmöglich gemacht. Sie habe sich endlich abgefunden. Zuerst habe er sich für sie aufgeopfert, soll Konrad einmal zu Froh gesagt haben, jahrzehntelang für sie und ihre Verkrüppelung, jetzt habe sie sich ihm aufzuopfern. Die Studie erfordere, dass sie sich ihm restlos aufopfere. Er habe kein schlechtes Gewissen. Schließlich seien sie, die Konrad, ja 2 Jahrzehnte ununterbrochen auf Reisen gewesen, in allen möglichen Ländern, in allen Erdteilen und immer unter den ihn peinigendsten Umständen. Man könnte sich ja vorstellen, soll er zu Froh gesagt haben, dass es nicht einfach sei, mit einer vollkommen verkrüppelten Frau jahrelang durch die ganze Welt zu reisen. Was das heiße, eine total verkrüppelte von einer Stadt zur anderen zu schleppen, von einem Museum ins andere, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, von einer Berühmtheit zur anderen, was das heiße, sich selbst auf ein Minimum von Existenzspielraum einzuschränken, einer Verkrüppelten zuliebe, die tatsächlich, wie Verkrüppelte immer, gefräßig nach Neuigkeiten in der ganzen Welt, die gefräßigste nach allem nur Möglichen und Unmöglichen gewesen sei, dazu damals von so anspruchsvollem Wesen, dass es in Wirklichkeit ununterbrochen über seine Kräfte gegangen sei, mit ihr zusammen zu sein. Denn naturgemäß hätte er, Konrad, die Studie längst niedergeschrieben, wenn sie, seine Frau, ihn nicht gezwungen hätte, herumzureisen. Schon vor 10 Jahren hätte er die Studie niedergeschrieben. In London, in Paris, in Aschaffenburg, spätestens in Basel, soll er zu Wieser gesagt haben. Zu Froh? Er denke, sie will aus dem Ofterdingen vorgelesen haben und er lese ihr aus dem Kropotkin vor, damit säkiere er sie. Keine andere Strafe sei wirksamer, als wenn er ihr anstatt aus dem Ofterdingen ihrem Buch, aus dem Kropotkin seinem Buch vorlese. Für Unaufmerksamkeiten während des Experimentierens mit der Urbanschitschen Methode oder überhaupt für jede Art von Unaufmerksamkeit oder jede Art von Aufmucken strafe er sie durch Vorlesen aus dem Kropotkin. Aber natürlich, soll Konrad zu Froh gesagt haben, lese ich ihr aus dem Ofterdingen vor, wenn sie mich darum bittet. Ich kann ihr nicht abschlagen, aus dem Ofterdingen vorzulesen, wenn sie darauf beharrt. Alles, was er ihr aus dem Ofterdingen vorgelesen habe, soll sie ihm einwandfrei und bis in die unscheinbarsten Details hinein nacherzählen haben können. Aus dem Kropotkin wusste sie, fragte er sie danach,
Nichts. Wenn ich nur Geduld hätte, soll sie gesagt haben, wenn ich nur Geduld hätte, aber ich habe keine Geduld. Er, Konrad, soll, während er das nachsagte, sogar ihre Stimme nachzumachen versucht haben. Mehrere Male soll er froh gegenüber wiederholt haben, wenn ich nur Geduld hätte, wenn ich nur Geduld hätte. Ich habe einfach die Geduld verloren, soll sie gesagt haben. Darauf soll er ihr aus dem Ofterdingen vorgelesen haben. Ein längeres Stück, alles immer gleich laut, alles immer mit der gleichen Betonung. Als eintönig könne man seine Vorleseweise ohne weiteres bezeichnen, soll er zu Froh gesagt haben. Ein durchaus eintöniges Vorlesen ist es, mit welchem ich die größte Wirkung erziele. Sie habe natürlich während der Experimente nicht immer gleich gut gehört. Beispielsweise spreche er die Wörter ganz gleich, Macht oder Ohnmacht, laut aus und sie verstehe sie nicht. Er könne die Wörter so deutlich wie möglich sprechen und sie verstehe die Wörter nicht und er spreche die Wörter ganz gleich, Macht oder Ohnmacht, so leise wie möglich aus und so undeutlich wie möglich und sie verstehe die Wörter. Das sei das Merkwürdigste, dass ihr Gehör ununterbrochen das unzurechnungsfähigste Gehör sei. Beispielsweise sage er, wie mühevoll zu gehen, und sage das ganz laut und deutlich, und sie verstehe es nicht, und er sage ganz leise, wie mühevoll zu gehen, und sie verstehe sofort, etc. Ihm sei klar, ein Wetterumschwung, ein durch diesen Wetterumschwung hervorgerufener Schmerz, und sie sei wie ausgewechselt. Aber im Großen und Ganzen komme er mit ihr im Zuge der immer noch erweiterten Urbanschitschen Methode zu immer noch erstaunlicheren Ergebnissen. Längere Zeit, so Konrad zu Wieser, experimentiere er mit Mitlauten. Dann aber sei das Experimentieren mit Mitlauten nicht mehr möglich und er experimentiere von da an mit Selbstlauten, plötzlich wieder mit Mitlauten und so fort. Er brauche aber, sei sie auf einmal unfähig weiterzumachen, nur aus dem Fenster zu schauen, um die Ursache ihrer Unfähigkeit zu erkennen, die Luft zeige ihm an, dass ein Wetterumschwung bevorstehe, etc. Von Wörtern, die keine Sätze bilden, keine Sätze bilden können, wechselte er zu ganzen Sätzen über, umgekehrt immer wieder von ganzen Sätzen auf einzelne Wörter ohne Satzmöglichkeit. Das Gehör und besonders ihr Gehör sei ja am empfindlichsten den unscheinbarsten Wetterumschwüngen ausgesetzt, jeden Augenblick ein anderes Wetter, soll er gesagt haben. Froh berichtet, er, Konrad, wende sich ganz abrupt von den Vokalen ab und ganzen Sätzen zu. Er sage den Satz, Gerechtigkeit, wenn einer den anderen umbringt, und sie höre den Satz, obwohl er auch diesen Satz sehr undeutlich ausgesprochen habe und ihr auch noch von der linken Seite in ihr Gehör hineingesprochen habe, einwandfrei. Ihr Kommentar? An die 8 Sekunden habe sie das I in bringt noch im Ohr, naturgemäß, denke er. Es könne vorkommen, dass er in der Frühe beim Fenster hinausschaue und sofort wisse, heute nur Selbstlaute oder heute nur Mitlaute oder heute nur Sätze mit U oder nur Sätze mit E oder nur ganz lange Sätze mit O oder nur ganz kurze Sätze heute. Oder er stehe an seinem Fenster und beschließe augenblicklich jetzt in ihr Zimmer hinauf und ihr schnell den Satz Vogelschwärme, immer mehr Vogelschwärme schwärzen den Park vorsagen und sie kommentiere, habe er ihr den Satz vorgesagt sofort. Am heiligen Abend, genau ein Jahr vor ihrem gewaltsamen Tod, sei er gegen 5 Uhr Nachmittag in ihr Zimmer und habe ihr folgenden Satz, man macht sich an den Menschen nur schmutzig, mehrere Male vorgesprochen, abwechselnd in ihr linkes und in ihr rechtes Ohr. Er soll diesen Satz an die 80 oder 90 Mal in ihr Gehör hineingesagt haben. Immer wieder, man macht sich an den Menschen nur schmutzig und sie habe jedes Mal zu kommentieren gehabt, so lange bis sie in ihrem Sessel zusammengebrochen sei. Am nächsten Tag soll er zu ihr gesagt haben, heute ist heiliger Abend. Gestern war heiliger Abend, aber für uns ist heute heiliger Abend. Natürlich habe ich gestern gewusst, dass heiliger Abend ist, soll er zu ihr gesagt haben, aber das Experimentieren hat mich dich nicht darauf aufmerksam machen lassen, dass heiliger Abend ist. Also heute ist für uns heiliger Abend, soll er gesagt haben. Darauf sie, furchtbarer Mensch. Natürlich verschlechtere sich ihre Otalgie, das sei selbstverständlich, dass sich ihre Otalgie bald in ihrem ganzen Kopf ausbreiten werde, weil er das Experimentieren intensiviere, immer schwierigere, immer anstrengendere Übungen, soll er zu Froh gesagt haben. Ein ganzes Jahr habe er sich nur mit der Wirkung von Kratzgeräuschen auf das Gehör beschäftigt. Mit Schlaggeräuschen, Bohrgeräuschen, Tropfgeräuschen, Sausen, Surren und Summen, denke er, soll er zu Froh gesagt haben. Blasen. An die hunderte und tausende Schabversuche. Die Aufnahmefähigkeit ihres Gehörs für 12-Tonmusik, soll er zu Froh gesagt haben, hätte die größte Rolle in seinem Experimentieren gespielt.
die Orchesterstücke von Webern, Schönbergs Moses und Aaron, überhaupt Musik, wie die Streichquartette von Béla Bartók. Aber alles immer im Hinblick auf die ganze Studie. Wie leicht verzettele sich der Dilettant, komme im Detail um, soll Konrad gesagt haben. Eine ganze Stunde gebe er, Konrad, sich seiner Frau oft nicht als Experimentator zu erkennen. Dann sage er aber plötzlich, ich experimentiere, Gehörexperiment 1, Anfang. Gleich darauf schon die Wörter Luster und Lüster. Und Laster? Und mache eine sogenannte Gehörklangfarbenkontrolle. Ist das Ö düster? Frage er. Ist das U düster? Ist das O düster? Darauf sehr oft das Wort Rinnsal. Das Reinste. Mit dem Wort Rinnsal experimentiere er an die 10 Jahre, soll er zu Visa gesagt haben. Froh? Dieser Vorgang wiederhole sich täglich. Er, Konrad, gehe in ihr Zimmer, sage etwas, und sie müsse das von ihm Gesagte kommentieren. Er duldete keine sogenannte Ausrede. Manchmal erlaube sie sich aber auch eine Frage wie: Ist das jetzt ein Experiment? Oder ist das kein Experiment? Und er antworte mit Ja oder Nein. Sie glaube, einmal experimentiere er, einmal nicht, weil sie nicht wisse, dass er unaufhörlich experimentiere, dass ihm alles Experiment sei. Der Experimentator, denke er, habe nichts anderes zu tun, als zu experimentieren. Er frage sich schließlich nicht mehr, warum er experimentiere. Er habe sich diese Frage nicht zu stellen. Er experimentiere sich zu Tode. Einfacher sei, mit kurzen Sätzen zu experimentieren, soll er gesagt haben. Am einfachsten mit für sich stehenden Wörtern. Am allereinfachsten nur mit Vokalen. Komplizierter, anstrengender, also vor allem für sie, seine Frau, ermüdender, mit langen, längsten, sogenannten vielfachen Schachtelsätzen, mit welchen zu experimentieren ihm allerdings das größte Vergnügen mache. Mit dem Satz zum Beispiel, die Zusammenhänge, die, wie du weißt, mit dem Zusammenhang nichts zu tun haben, aber die doch auf das Empfindlichste mit den Zusammenhängen des Zusammenhangs, der mit dem Zusammenhang nichts zu tun habe, zusammenhängen und so fort. Man könne auch sagen, dass alles sei verrückt, aber dann müsse man auch sagen, dass alles verrückt sei. In Wahrheit sei auch alles verrückt, aber kein Mensch getraue sich zu behaupten, alles sei verrückt, denn dann behaupteten alle, er, der das behaupte, sei verrückt. Und in der Folge würde sich alles von selbst aufhören, nach und nach von selbst aufhören, soll Konrad gesagt haben. Die Menschen und die Menschheit existierten ja gerade durch Inkonsequenz äußerste. Für ihn, Konrad, gäbe es nur noch Experimentalsätze, soll er gesagt haben. Und er denke, dass es für ihn nur mehr noch das Experiment gibt. Alles sei ihm nichts mehr als nur Experiment, die ganze Welt, Experiment, einfach alles, soll er gesagt haben. Zu Froh soll Konrad 2 Tage vor der sogenannten Bluttat gesagt haben, wie wir eingezogen sind, haben wir zum Großteil neue Fußböden legen lassen, denke ich. Ich sitze in dem Sessel, der dem Sessel meiner Frau gegenübersteht, und es hat den Anschein für sie, ich lese im Kropotkin. Aber ich lese gar nicht im Kropotkin. Ich kann mich nicht konzentrieren, und obwohl ich den Kropotkin aufgeschlagen habe und obwohl ich Zeile um Zeile, Wort für Wort im Kropotkin lese, denke ich etwas ganz anderes. Ich denke, dass wir, wie wir eingezogen sind, neue Fußböden legen haben lassen. Lerchenböden. Das Lärchenholz nimmt eine immer dunklere Farbe an. Möglichst breite Bretter habe ich legen lassen. Unregelmäßige Bretter von einem der vorzüglichsten Bodenleger überhaupt. Von einem aus Toblach, der Heimat meiner Frau, nach Sicking gekommenen Bodenleger. Die Unsinnigkeit im Kropotkin zu lesen, gleichzeitig aber etwas vollkommen anderes, etwas dem Kropotkin genau Entgegengesetztes zu denken, lässt mich den Kropotkin zuklappen. Zu Froh vor 2 Jahren. Während des Frühstücks schweige er, sie rede. Er schweige, weil er sich zur Gewohnheit gemacht habe zu schweigen, sie rede, weil sie sich zur Gewohnheit gemacht habe zu reden, beim Frühstück. Ununterbrochen rede sie, während sie frühstücken, denn sonst habe sie keine Gelegenheit, ununterbrochen zu reden. Er wache mit dem Gedanken an die Studie auf, lasse den Gedanken, die Studie niederzuschreiben, aber bald fallen und beschließe, sofort nach dem Frühstück mit den Gehörübungen anzufangen. Er werde ihr aus der Ostecke ihres Zimmers Wörter mit U zurufen. Ural, Uremie, Urteil, Urfahr, Unrecht, Ungeheuer, Unzucht, Unendlichkeit, Ununterbrochen, Uruguay, Uriel, etc. Dann Wörter mit Ö. Ökonomie, Oetker, Öhr, Öre, Öl, Ödem, Öblam, etc.
Im Aufstehen denke er, dass er mit den Gehörübungen schon während des Frühstücks anfangen werde. Die Unterhaltungen oder die Schweigsamkeit während des Frühstücks werden in die Übungen einbezogen. Über den genauen Unterschied zwischen Horchen und Hören rede er. Er mache ihr zuerst Horchen, dann Hören klar. Zuhören, zuhorchen, aufhorchen, abhorchen. Dann überhören, mithören und so fort. Abhören, aufhören, anhören. Plötzlich sage er zu ihr mehrere Male das Wort weghören. Hinhören, sage er. Während er in ihr Zimmer hinaufgehe, habe er die besten Einfälle, die Studie betreffend, die Urbanschitsche Methode betreffend. Mit dem Tablett in den Händen, sich in der Vorhausfinsternis vorsichtig über die Treppe hinauftastend, in den ersten Stock, in den zweiten Stock, in ihr Zimmer, in das er, ohne anzuklopfen, eintrete. Das Tablett auf den Tisch, denke er. Und er stelle das Tablett auf den Tisch, dass sie ihn dabei beobachte, denke er. Gleichzeitig denke er an ihre misslungenen Versuche, sich anzuziehen, sich zu waschen, zu kämmen, sich auszustrecken, die er in ihrem Gesicht deutlich erkennen könne. Das Kümmerliche an ihr. Zuerst stecke er den Wasserkocher an, dann beeile er sich mit dem Brot aufstreichen, Butter oder Margarine. In letzter Zeit naturgemäß Margarine. Dann soll sie gefragt haben, hast du gut geschlafen? Er gefragt haben, hast du gut geschlafen? Sie geantwortet haben, er geantwortet haben, sehr oft sie, natürlich nicht, er natürlich nicht. Dann stelle er fest, dass Teewasser koche, gieße das Teewasser in die Kanne. Er sagt, soll er zu Froh gesagt haben, noch 2 Minuten. Darauf sollen sie sich beide gegenseitig, er wie sie, schweigend gefragt haben, ob mit den Übungen augenblicklich anzufangen sei. Sie hört, was ich sage, schweigt, isst mit großem Appetit, so Konrad zu Froh. Schon kurz nach Frühstücksbeginn sage ich, dass wir genug gefrühstückt hätten. Während ich nämlich eine Vorliebe für kürzeste Frühstücke habe, hat sie eine Vorliebe für die längsten. Er trinke also seine Schale aus und sage, eine Schale genügt und räumt zuerst sein, dann auch ihr Frühstücksgeschirr weg. Das Schöpferische leidet unter längerer Frühstückerei, soll er gesagt haben. Die Schalen kommen auf die Kommode, das Brot in den Brotsack, die erste Umlauteübung beginne. Er experimentiere bis 11, bis 11:30, da sei sie schon stundenlang ungeduldig in Erwartung des Essens, das entweder Höller aus dem Gasthaus oder eher Konrad aus der Küche heraufbringe. Diese ihre andauernde Essenserwartung irritiere ihn, bringe ihn aus dem Konzept, er herrsche sie an, sage, sie solle sich konzentrieren. Manchmal höre sie überhaupt nicht, dann wieder zu wenig. Er schreie ihr in das linke Ohr, in das rechte Ohr, sie höre nicht. Die Übung ende kümmerlich. Wie die meisten Übungen im letzten Halbjahr. Jämmerlich. Alles jämmerlich. Erbärmlich, sage er. Er stehe auf, gehe hin und her und horche auf einmal selber angestrengt auf Höller, den Essensbringer. Aber das Essen kommt erst 12:30, er wisse nicht aus was für einem Grund. Nach dem Essen, denke er, setzen wir sofort die Übungen fort, soll Konrad so Froh gesagt haben. Er fange mit den Übungen augenblicklich an. Sie füge sich, er rufe ihr aus der Fensterecke immer wieder das Wort Labyrinth zu, zuerst 10-mal kurz hintereinander, was er sie augenblicklich kommentieren lasse, dann in immer größeren Abständen immer wieder das Wort Labyrinth, ohne ihr kommentieren. Vor 16:30 Nachmittag gehe er in sein Zimmer. Vorher sage er zu ihr, ruh dich aus, ich gehe in mein Zimmer, ich habe einen Einfall, die Studie betreffend. Bei seinem Eintreten in sein Zimmer sei aber dieser seine Studie betreffende Einfall plötzlich weg. Er könne so viel hin und her denken, wie er wolle, der Einfall sei weg. Zur Beruhigung setze er sich aber doch an den Schreibtisch und lese im Kropotkin. Diese Millionen Einfälle, hat er gesagt, die ich alle gehabt und die ich alle wieder vergessen habe, und zwar immer von einem Augenblick auf den anderen vergessen habe. Eine ganze ungeheuerliche Großstadt des Denkens könnte ich mit allen diesen meinen verlorenen Gedanken bevölkern, über Wasser halten. Eine ganze Welt hätte von allen diesen meinen verlorenen Gedanken zweifellos eine ganze Menschheitsgeschichte davon zu leben. Wie unzuverlässig mein Gedächtnis geworden ist, hat er gesagt. Ich stehe auf und notiere den Einfall, den ich gerade im Bett gehabt habe, und die besten Einfälle habe ich im Bett. Und während ich den Einfall notiere, frierend am Schreibtisch, weil ich mir nicht einmal Zeit genommen habe, mir eine Decke überzuwerfen, habe ich den Einfall auch schon verloren. Er ist nicht mehr da. Ich frage mich, wo der Einfall ist.
Aber ich finde den Einfall nicht mehr. Fort ist der Einfall. Ich weiß, ich habe einen Einfall gehabt, einen guten Einfall, einen vorzüglichen, außerordentlichen Einfall. Aber dieser Einfall ist weg. Immer wiederhole sich der Vorgang. Er habe einen Einfall, der zweifellos ein sehr guter Einfall sei. Kein Epochemachender. Diese solle man sich aus dem Kopf schlagen, denn diese gäbe es nicht. Die sogenannten epochemachenden Einfälle sind eine Verleumdung, hat er gesagt. Also er habe einen brauchbaren Einfall. Und während er diesen brauchbaren Einfall notiere, sei dieser brauchbare Einfall auch schon weg. Er sagte, während ich also den Einfall verloren habe, während ich den Einfall notiere, denke ich, ich werfe das bekritzelte Blatt Papier weg und ich werfe das Blatt weg in den Papierkorb und ihm sei tatsächlich in seinem Alter auch schon um diese vielen abgeschwächten, von ihm sogenannten schwachsinnigen Einfälle leid, die er notieren habe wollen und die er während des Notierens verloren habe und die zu Tausenden als sogenannte Angefangene und Verlorene in seinem Papierkorb verschwunden seien. Was für ein Einfall! Habe er denken und was für ein jämmerliches Ergebnis notieren können. Die Wörter ruinieren, was man denkt. Das Papier macht lächerlich, was man denkt. Und während man aber noch froh ist, etwas Ruiniertes und etwas Lächerliches auf das Papier bringen zu können, verliert das Gedächtnis auch noch dieses Ruinierte und Lächerliche. Aus einer Ungeheuerlichkeit mache das Papier eine Nebensächlichkeit, eine Lächerlichkeit, sagte Konrad. So gesehen erschiene in der Welt und also in der Welt durch die Welt des Geistes sozusagen immer nur etwas Ruiniertes, etwas Lächerliches. Und also sei auf der Welt alles nur lächerlich und ruiniert. Noch vor 2 Jahren bin ich der Ansicht gewesen, das Kalkwerk ist meiner Studie nützlich. Heute bin ich nicht mehr dieser Ansicht. Heute weiß ich, das Kalkwerk hat mir restlos die Möglichkeit genommen, die Studie niederzuschreiben. Warum sind wir dann ins Kalkwerk gegangen? Soll seine Frau immer wieder sagen, wenn du die Studie nicht niederschreiben kannst, warum nehmen wir dann das Opfer auf, uns im Kalkwerk zu existieren? Zwar hätten sie sich an das Existieren im Kalkwerk gewöhnt, aber die Frage bleibe in jedem Falle immer bestehen, wozu, wenn nicht für die Studie, wenn nicht für das Gehör? Sollte so Konrads Frau einmal zu ihrem Mann möglicherweise dieses größte aller möglichen Opfer umsonst gewesen sein? Ehrlich gesagt, könne sie nicht wissen, ob ihr Mann nicht doch auch ein Narr sei. Aber andererseits könne er ja gleichzeitig Narr und Genie sein. Wer weiß, soll sie zum Baurat gesagt haben, denn ihr Mann habe, so meine sie, alle Kennzeichen des Genies, wie auch alle Kennzeichen eines Narren an sich. Und Wieser vermutet sogar, dass sie möglicherweise an dem Tage der Bluttat, froh, ihren Mann plötzlich wieder, wie schon öfters vorher, einen Narren genannt habe. Worauf er die Beherrschung verloren und sie umgebracht habe. In dem Mordzimmer deutete natürlich nichts auf eine derartige Auseinandersetzung, auf eine derartige Äußerung ihrerseits hin, sagt Wieser. Es spricht aber alles dafür, dass Konrad seine Frau, aufgrund einer ihrer, wie er Konrad sie immer wieder bezeichnet haben soll, unqualifizierten Äußerungen hin umgebracht hat. Konrad hatte ein beinahe erreichtes Lebensziel vor Augen, so Wieser. Sie, seine Frau, hinderte ihn, dieses Lebensziel, das Niederschreiben der Studie, zu erreichen. Er musste sie umbringen. Schließlich musste er sie umbringen, so Wieser. Dass er, indem er sie, seine Frau, umbrachte, im selben Augenblick auch die Studie umbrachte, stehe, so Wieser, auf einem anderen Blatt. Die Grenzüberschreitung im Zuge ununterbrochener Vorwürfe der Frauen gegen ihre Männer, so Wieser, sei in nicht wenigen Fällen plötzlich an einem Punkt angelangt, in welchem ein Mord geschehen müsse. Ein solcher Mord schließe dann alles ab, habe mit einem Schlage alles vernichtet, so auch was die Konrad betreffe. Ein Augenblick und die Geistesanstrengung eines außerordentlichen Kopfes sei zunichte gemacht. 2 Menschen seien getötet, denn keine Frage, auch Konrad sei tot. Zwar könne es sein, dass er noch jahrelang, und wieder meint Wieser nicht sicher, ob in Stein oder in Niedernhart, das Gericht entscheide darüber, dass er also noch jahrelang lebe. Das ändere nichts an der Tatsache, dass auch er längst tot sei. Das erschüttere ihn Wieser immer wieder.
dass die Menschen aus einer plötzlichen Unvorsichtigkeit, die einem plötzlichen Nachlassen der Verstandesanspannung gleichkomme, von einem Augenblick auf den anderen sich gerade aus dem Außergewöhnlichen heraus zu dem Erbärmlichsten machten und nicht nur sich selbst, sondern auch ihren unmittelbarsten Vertrauten. Es zeige sich oft, dass der am weitesten vorwärts gekommene plötzlich aufhöre. Im Grunde, so Wieser, habe aber Konrad, indem er seine Frau umbrachte, vor allem nicht seine Frau, sondern plötzlich gedankenlos sich selbst umgebracht. Beiden Konrad wäre in einem einzigen Augenblick alles zerstört gewesen. Das mag dem Mann, so Wieser, der wahrscheinlich jetzt in seiner Welser Zelle ununterbrochen hin und her gehe oder ununterbrochen auf einer Pritsche liege, klar sein. Es sei nur eine Frage der Zeit, dass Konrad, gleich ob er es längst oder nicht sei, endgültig verrückt sei. Er, Konrad, glaube nicht daran, noch länger als nur ein paar Jahre zu leben, soll er 8 Tage, bevor er seine Frau erschossen hat, gesagt haben. Aber das Wichtigste ist doch, soll er gesagt haben, dass ich höre. Und er höre vorzüglich. Allerdings warte er nur darauf, auf einmal auch nichts mehr zu hören. Aber gerade die Anwendung der Urbanschitschen Methode, das unaufhörliche Experimentieren mit allem, was mit dem Gehör zusammenhänge, verhindere plötzliche Gehörschwäche, plötzliche Gehörlosigkeit. Andererseits soll er zu Wieser gesagt haben, könne gerade durch unaufhörliche Anwendung der Urbanschitschen Methode und durch unaufhörliches Experimentieren mit dem Gehör das Gehör plötzlich auslassen. Es funktioniert plötzlich nicht mehr. Natürlich, durch fortgesetzte Überbeanspruchung funktioniert auf einmal das Gehör nicht mehr und setzt aus. Und Wieser denke, ob Konrad nicht in der Nacht, in welcher er seine Frau umgebracht hat, eine Gehörschwäche gehabt habe. Durchaus könne es sein, dass Konrad in dieser Nacht zum ersten Mal eine Gehörschwäche gehabt habe. Daran glaube er fest. Konrad sei in der sogenannten Mordnacht von der ersten Gehörschwäche befallen worden. Zu Froh soll Konrad gesagt haben, der Fehler sei gewesen, immer eine noch günstigere, immer die günstigste Ausgangsposition für die Niederschrift der Studie abzuwarten, dadurch, dass er immer wieder geglaubt habe, in wenigstens akzeptabler Zukunft trete auf einmal die ideale oder gar die idealste Konstellation für die Niederschrift der Studie ein, habe er mehr und mehr Zeit, wie er Konrad sich ausgedrückt haben soll, die wichtigste Zeit verloren. Schließlich müsse er jetzt, tatsächlich am Ende seiner Kräfte, einsehen, dass er sage und schreibe 2 oder gar 3 Jahrzehnte lang vergeblich auf den idealen Moment, die Studie niederschreiben zu können, gewartet habe. Kurz vor dem Unglück, so bezeichnet Froh die Erschießung der Konrad durch ihren Mann, soll Konrad zu Froh gesagt haben, sei er sich der Tatsache bewusst, dass es überhaupt keinen idealen, geschweige denn idealsten Augenblick, die Studie niederschreiben zu können, gebe, weil es niemals und in keiner Sache und in nichts den idealen, geschweige denn den idealsten Moment oder Augenblick oder Zeitpunkt überhaupt geben könne. Wie Tausende vor ihm sei auch er dem Wahnsinn zum Opfer gefallen, eines Tages in einem einzigen Augenblick, in dem sogenannten optimalen Zeitpunkt dafür, die Studie durch folgerichtige konzentrierte Niederschrift verwirklichen zu können. Weder in Stein in der Strafanstalt, noch in Niedernhardt in der Irrenanstalt werde er an die Niederschrift gehen können. Die Studie Konrad sei wie Konrad selbst verloren. Wieser. Ein, wie man annehmen müsse, so Froh auf einmal plötzlich umschwenkend, ungeheures Lebenswerk vernichtet. Versagen durch ständig hinausgezögerte Realisierung, einer als Idee im Grunde gänzlich und das heißt fehlerlos in seinem Kopfe vorhandenen Sache wie seiner Studie, ein vollkommenes, fantastisches, wissenschaftliches Werk im Gehirn, weder durch Mut noch durch beispiellose Entschlossenheit und letzten Endes auch nicht durch das Mittel der intellektuellen Kühnheit endgültig und das heißt durch Niederschrift auf dem Papier auch für die Außenwelt und für die Fach- und für die Nachwelt zu verwirklichen, sei das Deprimierendste. An Rücksichtslosigkeit auch oder gerade gegen sich selber habe es ihm im Hinblick auf die Studie in diesen einerseits, wie er selbst sich ausgedrückt haben soll, demütigend in die Länge gezogenen,
andererseits erschreckend kurzen Jahrzehnten nicht gemangelt. Aber das Wichtigste habe ihm gefehlt. Furchtlosigkeit vor Realisierung, vor Verwirklichung. Furchtlosigkeit. Einfach davor, seinen Kopf urplötzlich von einem Augenblick auf den anderen auf das Rücksichtsloseste um und also die Studie auf das Papier zu kippen. Das Kalkwerk von Thomas Bernhard mit Ulrich Mattes. Ton Peter Kainz, Regieassistenz Heike Tauch, Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin und Südwestrundfunk 2001.